Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum großen Apple iPad Pro aus diesem Jahr. Leicht zu erkennen an den vielen Kameras auf der Rückseite und am Laser. Und woran erkennt man, dass es die große Version ist? Naja, die passende Tastatur dazu hat 400 Euro gekostet. Spaß beiseite, wobei es nicht wirklich spaßig ist. Ich habe dieses iPad Pro jetzt über 2 Monate im Einsatz gehabt und ich habe es wirklich intensiv genutzt und vor allem bin ich hingegangen und habe immer wieder versucht, es als einzigen, als Hauptrechner zu benutzen, um auch zu gucken, wie weit kommt man da, weil man ja so oft hört, gerade die große 12,9 Zoll Version mit so einer Tastatur, mit der Unterstützung jetzt für Trackpad oder Maus, das könnte doch für viele eine Alternative zu einem richtigen Rechner oder zu einem Notebook sein. Dazu kommen wir gleich auch. Ich teile es in 3 Punkte auf. Testbericht zum iPad Pro an sich, das geht rucki-zucki. Dann zu dem Zubehörzeug und dann am Ende noch für wen es was ist oder wie geeignet ist es als Hauptteil oder als einziger Rechner. So, also, das 12,9er an sich. Ich habe bereits, und da mache ich mir jetzt einfach, ich habe bereits einen Testbericht zum iPad Pro in 11 Zoll gemacht. Das hier ist genau das gleiche in grün, beziehungsweise es ist einfach nochmal größer. Das Gerät an sich, 1A Tablet, gar keine Frage, ist ein super Teil, wie das kleinere. Das einzige ist, dass das Display größer ist und dadurch sich die Nutzung etwas ändert. Der Reihe nach, von außen, 1A verarbeitet. Und nein, es hat sich nicht gekrümmt und gebogen. Und das Ding wurde so oft rumtransportiert. Mit Hülle, beziehungsweise mit Magic Keyboard, ohne Magic Keyboard, als es das noch gar nicht gab und solche Sachen. Da ist nichts passiert, auch keine Abschürfung am USB-C-Anschluss, ne? Oder so. Oder hinten an den Magnetic-Ports, wo es dann immer einrastet. Und der Apfel ist auch noch nicht verkratzt oder sowas. Nein, da keine Angst haben. Kopfhöreranschluss gibt es ja nicht mehr. Display, ein Traum, ne? Das Display, drauf gucken, die Blickwinkel, die Farben, das ist was richtig, richtig schön. Auch für draußen, es wird richtig hell. Natürlich kann ich mir immer noch mehr Helligkeit wünschen, aber das ist was, wo ich dann draußen bei voller Helligkeit auch noch was sehe und es nutzen kann. Natürlich zu Kosten der Akkulaufzeit, die übrigens auch sehr gut ist, aber der Reihe nach. Lautsprecher, wir haben 4 davon und wenn man die voll aufdreht... Hallo YouTuber und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Diese Woche war es endlich soweit. Apples jährliche... Gar keine Frage. Ne? 4 Lautsprecher, wenn die voll aufdrehen, dann wird die Qualität unsauber. Ne? Dann zerrt es da was. Die Rückseite vibriert auch schön mit. Gar keine Frage. Aber vom Klangerlebnis bei einer normalen Lautstärke oder auch wenn ich es lauter drehe, audiovisuell darauf was zu gucken, ne, im Bett zu liegen oder nur im Internet zu surfen oder nebenher was zu hören, zum Einschlafen was Leises. Qualitativ vom Display und von den Lautsprechern 1A, also wirklich 1A. Performance, die Kiste rennt und selten trifft es so zu wie bei den iPad Pros. Die Performance, die Dinge haben, egal was ich hiermit habe, kleine Apps, große Apps, wie viele Tabs hin und her wechseln, das ist jedes Mal so eine flüssige Nutzung. Es ist wirklich traumhaft und ich habe keine Zweifel daran, dass mit diesen Leistungsreserven auch in etlichen Jahren die Dinger natürlich noch Updates bekommen und auch vernünftig laufen werden. Aber das ist Glaskugelraten an dieser Stelle, aber die Performance ist toll. Damit Bildbearbeitung oder vielmehr in meinem Fall, damit dann zum Beispiel mit iMovie oder LumaFusion Videos schneiden und machen und die dann ausgeben. Ein Traum. Also das von der Leistungssache. Da erzähle ich ja nichts Neues. Akku. 9 bis 11 Stunden. Je nachdem, was ich damit mache. Ne, nutze ich es intensiver und dann auch bei voller Helligkeit geht es auch unter 9 Stunden. Keine Frage. Ne? Draußen krasse Spiele zocken oder nur Videos rendern. Ja, dann geht es runter. Aber dieses normale Nutzen und dann auch Videos machen und sowas. Ne? Je nachdem, wie hell es ist. Es sind wirklich um 10 Stunden, was wir auch vom Kleinen kennen, wo kein Unterschied ist. Also diese 10 Stunden, die man Pi mal Daumen beim iPad rauskriegt, bei normaler Nutzung, kriegt das Ding auch. Und das ist ein Traum. Und das, obwohl es die LTE-Version ist. Natürlich nutze ich die SIM, dann geht es auch wieder ein bisschen runter. Ne? Je nachdem, wie viel ich da über die Daten mache und ich übers WLAN mache, frisst das auch mehr Strom. Aber es hält sich immer noch in Grenzen, dass ich sage... Akkulaufzeit war nie irgendein Problem. Natürlich, wenn ich dann auch noch einen Hotspot für andere Geräte aufmache und das Gerät zusätzlich nutze,
dann muss ich es vielleicht über den Tag auch nochmal aufladen. Aber auch das Aufladen über den USB-C-Port geht richtig, richtig schnell. Ich habe so viele verschiedene Netzteile und Sachen ausprobiert. Das Ding frisst sich echt schön schnell wieder voll. Kameras. Auf der Rückseite haben wir jetzt ja zusätzlich zur Hauptkamera, ne, die nach wie immer mal immer noch ohne OIS daherkommt. Also optische Bildstabilisation. Hatten die iPads Pros früher mal und dann wurde sie wegrationalisiert. Und ich verstehe es nicht, gerade wenn man dann aus der Hand filmt. Lacht nicht, es ist eine schöne Kamera, damit kann ich auch filmen. Und je nachdem, was ich für ein Smartphone habe oder was ich für ein iPhone noch habe, wenn ich es in diesem Bundle-Kombination nutze, dann ist das vielleicht sogar besser. Gar keine Frage. Aber dass da OIS fehlt, verstehe ich nicht. Die Weitwinkelkamera, meiner Meinung nach eher ein Gimmick. Wobei ich mir da auch immer wieder sage, von Außendienstlern oder Handwerkern, die sich über die Weitwinkelkamera freuen, weil je nachdem, was sie dafür im Raum fotografieren oder aufnehmen müssen, gibt ja so viele, die das Ding professionell tagtäglich im Einsatz haben, um da, was weiß ich, Ausmessungen zu machen, ich will nicht sagen Kostenvoranschläge, Schadensregulierung oder sowas, die freuen sich einen Keks über auf einmal, dass da Weitwinkel ist. So, dass wir jetzt hier diesen LiDAR-Laserradar da haben, ist auch wieder sowas. Die Privatnutzer, wenig. Also, dass ich vielleicht dann im IKEA-Katalog-App besser den Stuhl platzieren kann oder bei einigen kleinen Spielen besseres AR-Erlebnis habe. Ah, das ist so ein Nischenzeug und dieses AR-Zeug hebt ja nicht ab. Aber da sind dann auch gerade wieder Handwerker, die sich einen Keks freuen über die bessere Ausmessung, die damit dann wirklich arbeiten und rumhüpfen und vielleicht jetzt noch nicht die geeignete App haben, aber sagen, hey, wir kriegen da bald so eine App dafür und das ist ein Traum und yippie, ich kann es nicht erwarten, dass mein iPhone das in Zukunft auch hat. So, aber ne, für normales Einscannen oder mal eine Tafel, ein Whiteboard oder was auch immer abfotografieren, super. Oder damit dann auch selber Filme machen und dann direkt drauf schneiden. Ja, wenn man das überlegt, was da inzwischen mit einem Tablet und der Qualität möglich ist, schöne Nummer. Auch schön, ist jetzt so lachendes Auge, weinendes Auge, die 7-Megapixel-Frontkamera. Kennen wir seit Ewigkeiten. Ewigkeiten. Nimmt nur Full-HD-Videos auf, nicht 4K. Ist ja also keine Vlog-Maschine. Vor allem, es ist an der horizontalen Seite. Ne? Gerade wenn ich das dann in dieser Kombination nutze, da wünscht man sich das oben. Ich weiß, da sagen viele, ja, dann dreh es doch einfach. Kommt aber dann wieder auf die Chat-App an. Ne? Und dann ist die Sache, man kann es hier vorsichtig auch auf der Tastatur da so gegenlehnen. Aber dann funktioniert die Tastatur ja nicht mehr, weil die Dock-Konnektoren nicht angebracht sind. Das funktioniert halt nur im horizontalen Modus. Von der Qualität ist es aber, ich sag mal so, gerade wenn man damit wie in letzter Zeit die ganzen Video-Calls, wie es ja so schön neudeutsch heißt, macht, ist man gerade mit dem iPad Pro in dieser Kombination der Einäugige unter den Blinden. Es ist schon eine bessere Qualität als bei allen MacBooks da draußen, bei vielen Notebooks da draußen, gar keine Frage. Und die eingebauten Mikrofone und Lautsprecher damit so Konferenzen machen. Da ist man schon der Einäugige unter den Blinden oftmals in diesen Gesprächen. So, dazu erzähle ich aber gleich noch was, wenn wir zum Zubehör kommen. So, damit sind die Kameras, Performance und das ganze Standardzeug haben wir jetzt eigentlich damit fertig. Ja, sind wir schon. Können wir ja schon was so machen wie Zubehör. Wie gesagt, wir haben nur diesen einen USB-C-Anschluss. Es gibt so viel Zubehör inzwischen, ne, dass ich dann so einen Adapter habe, mache ich USB-C, dann habe ich auf einmal einen richtigen USB-Port, habe nochmal einen USB-C zum Laden, habe einen HDMI-Anschluss und habe einen Kopfhöreranschluss. Das ist aber nicht alles so astrein, wie man es sich vorstellt. Natürlich, da eine kabelgebundene Maus anschließen oder einen USB-Speicher, ne, was man ja schon immer mal wieder kannte. Aber es sind so Sachen wie, dass ich dann gerade in diesem Beispiel für Videos, sei es Videocalls oder was auch immer, ne, wenn ich da dann auf die Idee komme, ein USB-Mikrofon anzuschließen, was dann von der Qualität richtig rockt, aber ich höre nichts mehr, weil je nachdem ist dann, das klappt dann nicht, den Ton über Audio-Jack dann wieder auszugeben oder dann brauche ich schon wieder nur USB für eine Kombination, wenn ich dann nur eine Sache habe, also ich sag mal so ein normales Apple-Mikrofon, kabelgebunden zum Mikrofon und hören, wunderbar, keine Frage. Oder ich habe so ein USB-Headset. Wunderbar. Aber so ein Mix, da merkt man dann, dass das auch oft beschränkt ist, nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Sei es Apps, die es nicht unterstützen oder hausgemacht. Und das Zweite, was mich richtig fuchst, gerade am 12.9-Zoll-Ding, wo ich mir denke, das ist jetzt so groß, das nutze ich als Hauptrechner, als einzigen für unterwegs, ja, für im Sofa liegen, ja. Aber wenn man dann doch mal, ich sag mal, vernünftig am Schreibtisch sitzen will. Und dann hat man das Verlangen und man will es an einen externen Monitor anschließen.
Die sind aber 16:9 oder gar 16:10. Und das wird immer noch nicht von Apple unterstützt. Und jetzt gerade auf der WWDC, das war eine Anmeldekündigung, wo ich gedacht habe, da kommt mal was, anscheinend immer noch nicht. Ja, man kann das iPad Pro an einen externen Monitor anschließen, aber das in andere Seitenformaten wird nicht gescheit unterstützt. Bedeutet, ich habe links und rechts zwei schwarze Balken. Und das ist blöd. Das zerstört so viel vom auch Nutzungsgefühl und Nutzungsverhalten. Aber trotzdem, die Kiste an sich, ein Träumchen. Kommen wir noch zu den Preisen, dann haben wir den Teil schon mal fertig. Erster Aufreger. Ich habe hier 220 Euro zahle ich Aufpreis für, ich sag mal, das gleiche in grün, nur in größer im Vergleich zum 11er. 220 Euro, um den Sprung von 11 Zoll auf 12,9 zu machen. Nee, 100 Euro wäre okay, wie früher bei den iPhones, iPhone normal, iPhone Plus, dieser 100er. Ja, oder 120 oder von mir aus auch 150. Aber alles drüber ist definitiv zu viel. Leichter Gummipunkt wie bei der 11er Version, dass wir die Basiskonfiguration, der Preis ist übrigens 1100 Euro, gibt es dann mit 128 GB. Und warum finde ich das schön? Weil vor anderthalb Jahren die Version noch nur mit 64 GB gekommen ist. Speicherplatz muss jeder selber wissen, aber ich glaube, 128 reicht für viele da draußen aus. Auch wenn ich damit viel schreibe, zeichne oder sowas, auch wenn ich etwas mit Foto viel mache. Klar, in dem Moment, wo ich Richtung Videos gehe, ja, da brauche ich viel Speicherplatz. Da bin ich genug gedrungen, dann auf Größeres zu greifen. Aber die 128-Version könnte für viele ausreichen. Den Aufpreis dann von, ich glaube auch, was waren das? Lasst mal ganz kurz schummeln. Ich meine, jetzt bevor ich hier was Falsches erzähle, ich meine, es sind 170 Euro. 1100 Euro für 128 GB und 1209 Euro. Also, nee, es ist nur 110 Euro. Das geht ja schon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also 110 Euro Aufpreis für die Speicherverdopplung. Finde ich okay. Genau, das war das, was noch okay war. Alle anderen Mehrspeicherversionen auf 512 und 1 Terabyte, das waren die dann echt schweinig viel teurer waren. Und auch wenn man es mal runterrechnet, glaube ich, auch wieder mehr kosteten als so der Speicher. Also die erste Verdopplung. Finde ich auch nicht so schön von Apple. Aber Speicherplatz 128 sollte für viele ausreichen. Ich, der jetzt das Ding wirklich intensiv auch mit einigen Videosachen genutzt hat, komme mit 256 ja sowas von hin. Was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, sind die 170 Euro Aufpreis. Da hatte ich die im Hinterkopf für von WLAN auf GPS LTE Version. 170 Euro ist einfach, das ist nicht nett von Apple. Das ist, ne. Also das ist aber dann die Sache, wenn man es denn braucht. Da sage ich ja immer wieder so, es Richtwert. Wenn ich dreimal die Woche für eine halbe Stunde einen Hotspot mit dem Smartphone aufmache, sei es, ich habe ein Android-Gerät, wo ich dann hingehe und dann Hotspot aufmachen, so und hinterher nicht vergessen, ihn wieder zu deaktivieren, sonst Stromverbrauch. Dann, und je nachdem, was ich für ein Smartphone habe, ne, habe ich da so einen Huawei-Boliden, den ist das total egal, wenn ich da ein paar Stunden am Tag einen Hotspot aufmache vom Akku. Wenn ich dann aber im Apple-Kosmos bin und zum Beispiel, was weiß ich, ein neues iPhone SE habe, das ist dann, da kommen diese Akkusachen problematisch. Wenn ich dann aber ein iPhone 10R, XR habe, ein 11er vor allem oder auch die Pros habe, denen ist das so Latte, ne? Wenn ich da am Tag mal eine halbe Stunde noch einen Hotspot ziehe. Das merken die schon, aber es ist halt das, was man eigentlich im normalen Alltag verknusen kann. Und vor allem, wenn ich in diesem kompletten Apple-Kosmos bin, es ist dermaßen einfach geworden und sicher und zuverlässig. Vom iPad nur. Ich muss das iPhone nicht aus der Hosentasche nehmen. Ich drücke einfach drauf, mach den Hotspot, verbinde mich. Also das iPad sagt dem iPhone, gib mir Internet. Die verstehen sich, die machen das. Und wenn ich es dann deaktiviere wieder, dann schaltet es sich auch auf dem iPhone wieder ab. Das ist inzwischen so schön geworden und verlässlich. In dieser Kombination würde ich gar nicht zur LTE-Version greifen. Nur wenn ich wirklich ständig auf Achse bin oder eine andere SIM-Karte oder eine andere SIM brauche, um, vielleicht will ich es nutzen oder im Ausland mir denke, da packe ich dann eine Datentralala rein, ne, und nutze dann das Gerät wieder als Hotspot. Das sind so Sachen, das ist natürlich dann wieder das Schöne. Oder ich nehme es als Pokémon-Go-Maschine oder sowas. Ja, aber in der Regel, ne, ist auch die LTE-Version, sollte man sich gut überlegen, ob man sowas wirklich braucht. Die Hotspot-Nummer reicht für vieles aber auch wirklich aus. So, habe ich mich jetzt über die Preise aufgeregt? Noch nicht wirklich, weil 1100 Euro, da möchte ich für die Basisversion, da werfe ich ein, es gibt die normalen MacBook Airs schon für 1000er. Da habe ich zwar nur i3 und ein anderes Leistungsniveau, aber da bin ich irgendwo anders. Und wenn ich dann
Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, zum Zubehör. Wenn ich dann, nee, mach mal den Stift zuerst. Apple Pencil gibt es ja auch für einen guten 100er inzwischen. Ist die Version 2, stehe ich total drauf. Die Handschrifterkennung ist wirklich 1A für mich mit, ach, jetzt ist der Akku wieder leer gegangen. Machen wir die, gar nicht, da, 60%, hier, warum, ach, ist noch, guck mal hier, ich habe hier die Doppeltap-Funktion, wurde gerade unten eingeblendet, Radiergummi, Stift, und es war der Radiergummi noch ausgewählt. Also, Handschrifterkennung mit Handballen und sowas, 1A, da mitschreiben, wunderbar, damit zeichnen, ich kenne einige, die damit hauptberuflich mit diesem Gerät auch zeichnen, und die sind glücklich und zufrieden. Ich persönlich mag den Apple Pencil 2 ja lieber als den 1er. Durch die kleinere Form und die abgeflacht und diese Wechselfunktion finde ich super. Das drahtlose Aufladen, dranstecken, tolle Sache. Die Handschrifterkennung an sich ist 1A. Wenn dann jetzt im Herbst die neue iPadOS-Version kommt und damit Scribble daherkommt, wo ich dann gerade in der Apple-Notizen-App nochmal besser mitschreiben kann, weil ich Text einfacher verschieben kann, neue Flächen einfügen kann, da wo ich noch was hinzufügen kann. Und wenn ich dann diese Buchstabenerkennung habe, ne, ich schreibe ein Hallo und das wird umgewandelt in ein Hallo aus normalen lateinischen Buchstaben. Wenn das normal funktioniert, dann wird es ja richtig, richtig schön zum Mitschreiben. Von der Fläche, da muss ich auch immer wieder sagen, es ist kleiner als ein DIN A4-Blatt. Da stellt man sich um oder gerade wenn man es so nutzt und da mitzuschreiben, sind so viele Leute an den Anfängen überrascht, oh, da ist ja schon vorbei oder man schreibt eigentlich größer und dann zoomt man rein, raus. Es ist aber was für ein bisschen mitschreiben oder für viel auch mitschreiben, ja, aber vielleicht nicht so DIN A4-Blatt mäßig, sondern gerade wenn man irgendwelche PowerPoint-Präsis hat oder man hat PDFs und damit Anmerkungen machen. Wirklich, wirklich solides Teil. Also Schrift ist toll und vor allem auch die Verzögerung vom Display. Super, 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 super. Und mit dem Stift, der für einen guten 100er, ja, das ist sowas, was passt. Was gar nicht passt und eine absolute Unverschämtheit von Apple sind die 400 Euro für das große Magic Keyboard. Ich habe es damals im Magic Keyboard-Vergleich gesagt, Apple kann sich das vom Smart Keyboard schön rechnen. Jetzt mit Trackpad, Hintergrundbeleuchtung, dieses tolle Schweben und noch im USB-C-Anschluss, der nur für die Stromversorgung da ist. Ja, kann Apple sich schön rechnen, aber dafür für die 400 Euro ist einfach eine Unverschämtheit. Abnutzung. Ich habe auch hier ne, diese Fettschlieren, die kommen mit der Zeit und ich habe es nochmal viel krasser in der 11 Zoll Version. Ne. Kann man natürlich auch putzen, aber es wird mit der Zeit, sieht es, naja, aber wie gesagt, muss man halt putzen, aber oft, Es sieht cool aus, wenn es da so rumschwebt. Ich verstehe nicht, warum Apple hier oben nicht noch wie Logitech einfach noch eine kleine Reihe mit Sondertasten gehabt hat. Bildschirmhelligkeit anpassen zum Beispiel, wenn man nicht auf die Autohelligkeit vertrauen will. Oder Hintergrundbeleuchtung oder Lautstärke-Steuerung. Da soll ja noch irgendwas an Keyboard-Kombinationen kommen, Tastaturkombinationen, Shortcuts. Aber hätte man reinbauen können. Hintergrundbeleuchtung ist schön, aber auch sie geht halt immer an. Kann man nicht vernünftig deaktivieren, einstellen. Ist was schade. Trackpad ist toll. Eingebung, Geschwindigkeit, Zeiger, tralala. Ist ein komplett anderes Nutzungsverhalten mit so einer Tastatur und vor allem mit diesem Trackpad und dieser Maussache. Tastatur, deutlich schöner zu tippen als auf dem 11er, sage ich jetzt mit viel Abstand. Das 11er fühlt sich oft eher an wie ein Netbook. Das hier ist normale Notebook-Sache. Was man aber knicken kann, und das höre ich immer so, das habe ich so oft in den letzten Wochen gehabt, damit auf dem Schoß schreiben. Nein, das geht mit dem 11er, aber das 12.9er ist zu hinten lastig. Es kippt jedes Mal, wie oft die Leute kommen, ach, der kann doch nicht sein. Und dass sich das dann auf die Knie packen und dann kibbel, 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 kibbel. Nein, nein, nein. Und gerade auch mit einem begrenzten Aufstellwinkel, je nachdem, wie beengt man da im Bus und Bahn sitzt und im Flieger demnächst irgendwann mal wieder. Es ist echt eine enge Kiste und vor allem gerade das kann ich nicht so sehr nach hinten auf die Kante schieben. Nach vorne auch eine Kante schieben, ist das echt toll, wenn man so den Tisch hat, ne, und dann kann ich das problemlos an die Tischkante. Guckt euch das mal an, ne, wie weit ich das nach vorne schieben kann, ohne dass es, ne, na gut, jetzt halte ich es nicht ganz gerade, so, ne, und es schwebt immer noch auf dem Tisch, obwohl so viel da vorne rüber steht. Aber es ist halt einfach, weil das Gewicht hier hinten liegt. Und das liegt auch daran, es wird noch weiter hinten liegen, wenn ich es noch weiter kippen könnte. Also, unterwegs, toll, ne? Das Ding einfach am Schreibtisch nutzen, wenn ich irgendwo bin, unterwegs bin, ja, ja, ja. Aber
Es ist nach wie vor kein Vergleich meiner Meinung nach zu einer Tastatur-Maus- oder Tastatur-externe Trackpad-Kombination. Das ist nochmal ein viel netteres Erlebnis, auch wenn ich dann das iPad nochmal weiter von mir wegschieben muss. Da hätte ich mir dann wieder diese Unterstützung für einen richtigen Bildschirm gewünscht. Das wäre wieder was gewesen. Und jetzt komme ich hier vom Zubehör, ne, was einfach für den Preis viel zu teuer ist, schon auf diese Nutzung als einziges Gerät. Ich kenne im Endeffekt zwei Gruppen, die das Ding als einziges oder als Hauptgerät nutzen können. Das eine ist wieder diese Zeichenfraktion oder was ganz Spezielles von der App-Nutzung und Arbeitsnummer, die sich dann aber auch freuen, wenn sie es dann einfach abmachen können und zum Konsumieren nutzen. Und das ist einfach das, was dieses Apple-Keyboard wieder oder dieses Apple-Zubehör wieder so geil macht wie nichts anderes. Ich habe kein Case, wo ich das dann reinfriepel und dann muss ich dann wieder die Ecken runterdrücken. Und ich weiß auch, wenn viele sagen, das sind ja nur 10 Sekunden, das rein und raus zu basteln oder 5, ne? Nichts ist so geil in dieser Kombination, wie dann einfach hinzugehen, zack, iPad, zack, Notebook, iPad oder Tablet, Notebook, Tablet, Notebook. Ne? Das ist einfach diese Luftleichtig-Fluffigkeit, wie man es dann wieder wechseln kann. Apropos leicht und fluffig. Das ist das Große. Das ist nicht mehr leicht und fluffig. Eine Minute maximal halte ich es noch in einer Hand, nur rumlaufen, sehen, aber dann wechsle ich die Hände. Dann wird es zu schwer oder ich muss mit beiden Händen halten. Oder ich bin irgendwo und dann fange ich an der Stuhllehne, Armlehne, Tisch, fange ich an, mich abzustützen, damit es komfortabler wird, es in der Hand zu halten. Es ist aber immer noch leicht und fluffig im Vergleich, wenn ich es mit dieser Taste, mit diesem Magic Keyboard nutze. Das ist ein Panzer. Das Ding wiegt mehr als ein MacBook Air. Ne? Also, oder wer sich jetzt fragt, oh, das ist ja immer noch leichter, als wenn ich ein Notebook mitschleppe. Nein, kann man knicken. Selbst ein 13 Zoll MacBook Pro ist gleich vom Gefühl, was man in der Tasche hat, wenn ich das dabei habe. Da ist nichts mehr leicht und tuffig, wenn ich das in dieser Kombination mit mir rumschleppe. Das ist ein schwerer Panzer. Natürlich, wenn ich es dann wieder aufklappe, und dann wieder nur das Tablet nutze. Es ist im Vergleich wieder leicht und fluffig. Im Vergleich, aber es ist nach wie vor dann immer noch 750 Gramm oder sowas. Kein Vergleich zu einem normalen iPad oder dem Elva. Ne? Das ist halt eindeutig geiler als Notebook zu nutzen oder ist geiler als Notebook A zu nutzen, aber weniger cool als im Tablet-Modus zu nutzen. Das möchte ich damit sagen. So, aber zwei Gruppen, die es wirklich als Hauptteil ist. Weil ich irgendeine krasse App habe, die ich auf diesem in dem iPad nutzen möchte und ich stehe halt auf dieses große Display oder ich schreibe damit mit oder ich will diese Stiftnummer. Das ist das eine. Oder, wie sagen wir es, ältere, jetzt wertungsfrei ältere, die aber ein großes Display wollen oder möchten, wo es einfach angenehmer ist, drauf zu gucken. Das ist Apples Schweinerei. Es gibt ja kein normales iPad, was für viele auch ausreichen würde, in 12.9, in groß. Man ist, wenn man groß will, gezwungen, zum iPad Pro zu greifen. Das macht Apple ganz bewusst meiner Meinung nach und ganz gezielt, damit ich halt mindestens 1.100 Euro ausgebe. Man stelle sich mal ein normales iPad vor, was dann in der Rechnung 570 kosten würde. Genau die Hälfte. Und für viele auch sehr interessant wäre. Gar keine Frage. Die iPad Pros, ich sag's immer wieder, sind die geileren Teile. Ne? Schnell, werden definitiv länger die Updates kriegen. Die Displays, die Lautsprecher. Allein die Sexiness, das hat Apple mit den Pros so drauf. Aber ich sag's immer wieder, für viele reicht auch ein normales Standard-iPad, was ich inzwischen problemlos für 300 Euro kriege, in der Basisversion auch für vieles aus. So, und jetzt... zwei, drei Tage komme ich hier immer hin und sage, boah, das als einziges Rechnerding, ne? Das ist so toll, das ist diese neue Welt, ne? Und ich brauche nur noch Dinge und habe eine eierlegende Wollmilchsau. Aber dann stößt man immer wieder an Grenzen, dass ich lernen muss, Arbeitsabläufe anders zu machen, dass ich App-Beschränkungen habe oder dass ich Hardware-Beschränkungen habe, wie es nicht vernünftig an einen externen Monitor anschließen zu können, wo es mir das dann wieder versaut. Ne? Das sind so wieder so Sachen, wir sind meiner Meinung nach noch nicht komplett da. Es gibt einige wenige, für die das wirklich das Hauptteil und das einzige Teil sein kann, ne? Wo dann aber auch wieder viele sind, wo ein normales iPad dann auch für das, was sie damit machen wollen oder letztendlich wirklich machen, auch wiederum ausreichen würde. Also ich hoffe mal, wenn wir dann in nicht mehr ganz anderthalb Jahren hoffentlich dann den Nachfolger sehen oder wenn halt vieles durch den Wechsel der Macs auf ARM-Prozessoren, dass da auch vieles an neuem frischen Wind dann auf diesen Dingern kommt, an Apps, an Anwendungsmöglichkeiten, dass diese Welten verschmelzen. Aber noch sind wir meiner Meinung nach nicht da, dass es für
alle oder für wirklich, wo man sonst immer sagt, ne, die breite Masse, könnte das, ist das das Hauptding. Und vor allem, wenn ich es preislich sehe, ich meine, wir sind ja beim Startpreis 1100 Euro, wenn ich diese Tastaturkombination nehme, sind wir bei 1500 Euro, wo ich ja auch sage, ne, 50 Euro qualitativ gutes Maus-Tastaturzubehör, ne, für 100er, ist nochmal vom Nutzungsaufwand oder nicht Aufwand, aber Nutzungserfahrungswelten toller zu nutzen, ne, mit Maustastatur oder externem Trackpad und Tastatur als diese Kombination. Es kommt dann auch nochmal näher ans Nutzungsverhalten von einem richtigen Notebook. Aber allein diese Notebooks haben ja, dadurch, dass sie 16:9, 16:10 Formate sind, ich sehe auf so einem Display auch nochmal mehr als auf diesem 12:9er, wie es aufgeteilt ist. Aber das kann ich halt nicht so schön ins Bett nehmen oder auf dem Sofa sitzen. Das habe ich halt immer in einem Ding und hier mache ich es ab und habe wieder ein Tablet. Das hat auch wieder seine Vorteile. Aber als reine Nutzungshauptnummer ist es meiner Meinung nach, wenn ich das alles zusammennehme, Nutzung, Software, externes Zeug, noch nicht auf diesem Niveau, wo ich es gerne hätte. So, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!